Hi, this is Geshe Michael Roach. Hallo, hier ist Geshe Michael Roach. Willkommen zurück zum Lam Rim. Wir sind bei den Stufen auf dem Pfad für Menschen mit mittlerer Motivation. Und unser Ziel ist es, das Rad des Lebens komplett zu verlassen. Auf dieser Ebene, der zweiten Ebene, ist das Ziel, das Rad des Lebens komplett zu verlassen und Nirvana zu erreichen, ein persönliches Nirvana, nur für uns selbst. Die Methode, die wir dafür verwenden, ist die Praxis der drei außergewöhnlichen Trainings. Und die sind freundlich sein zu anderen Menschen, Meditation bzw. Fokus lernen und Weisheit meistern, Leerheit verstehen. Erinnere dich, Pabongka Rinpoche sagt, Meditation perfektionieren und Leerheit verstehen, das sind große Dinge. Du brauchst Expertenhilfe dafür. Du musst daran auf eine spezielle Art und Weise arbeiten. Aber freundlich sein mit anderen Menschen, das hast du in der Hand. Das ist immer für dich verfügbar. Du musst es nur tun. Es spielt alles keine Rolle, wo du dich befindest und mit wem du gerade bist. Du kannst diese Unterweisungen immer umsetzen. Du brauchst auch kein Meditationsstudio. Du brauchst keine Sutren über die Vollendungen der Weisheit. Um freundlich zu anderen Menschen zu sein, musst du es einfach nur tun. Wir haben die drei Arten besprochen, nicht freundlich zu anderen Menschen zu sein. Oder über drei Dinge, die deinem Bemühen, freundlich zu anderen zu sein, schaden könnte. Es gibt also drei verschiedene Dinge, die dich davon abhalten können, freundlich zu anderen zu sein. Die erste ist, dass du die Richtlinien für Freundlichkeit nicht kennst. Niemand hat dir je die Richtlinien genannt, wie man ein freundlicher Mensch wird. Ja, die 10 heilsamen Handlungen sind gute Richtlinien. Wenigstens die solltest du kennen. Vielleicht bist du auch schon tiefer gegangen, hast lebenslange Laiengelübde genommen, welche alle nehmen sollten, zumindest diese. Und wenn du noch tiefer gehen willst und dich stärker engagieren willst, dann werde Mönch oder Nonne. Die erste Art, in Probleme zu geraten, ist, wenn du nicht weißt, was deine Gelübde sind. Niemand hat dir je erzählt, was deine Gelübde sind. Und wir sagten, besonders im Diamantweg, bei den Unterweisungen, die dich in diesem Leben zur Erleuchtung führen sollen, bei diesen Unterweisungen ist es besonders wichtig, dass du die Gelübde kennst und einhältst. Wenn du also jemals eine Initiation oder eine Ermächtigung erhältst, solltest du verlangen, dass man dir die Gelübde erklärt. Und das braucht seine Zeit, ungefähr 4 bis 5 Tage. Ideal wären 4 oder 5 Wochen, um dir diese Gelübde korrekt beizubringen. Andernfalls solltest du keine Ermächtigung nehmen. Entweder kannst du also die Gelübde nicht, oder die zweite Möglichkeit, sie zu brechen, ist, dass sie für dich einfach nicht sehr wichtig sind. Ja, ich verstehe, ich soll keine Menschen töten und ich verstehe, ich soll nicht stehlen. Aber wenn ich nur über den Präsidenten des Landes rede, weil er sich seltsam benimmt, das ist nicht dasselbe wie Menschen töten oder Dinge stehlen. Das ist nicht so schlimm. Diese Art von Haltung, wo du sagst, Nang Chung, wo du sagst, ach, das ist nicht so wichtig, das passt schon. Schließlich bringe ich keinen um. Ich stehle auch nichts. Aber ab und zu ein Glas Wein trinken oder zusammensitzen und über Politiker reden, das ist in Ordnung. Das ist keine große Sache. Also diese Art von Haltung, bei der du einseitig entscheidest, dass der Buddha zu streng war und dass der Buddha Mikromanagement mit dir betreibt. Diese kleinen Regeln sind nicht so wichtig. Das ist also die zweite Möglichkeit, deine Gelübde zu brechen. Die dritte Möglichkeit ist die, die wir heute in der 6. Episode besprechen. Ich nenne diese Episode, wie man einen Bandenkampf führt. Tim hat mich gefragt, was? Ich antwortete, wenn du in einem Bandenkampf gerätst, dann gibt es eine bestimmte Art, wie du ihn führen musst. Es gibt bestimmte Standardarbeitsanweisungen, wie man einen Bandenkampf führt.
die solltest du kennen, damit du einen guten Bandenkampf führst. Und das ist die dritte der drei Möglichkeiten, wie du dich daran gewöhnen kannst, deine Verpflichtungen zu brechen, deine Verpflichtungen, freundlich zu anderen zu sein. Beginnen wir nun mit der Lektüre bei Nummer 3. Die dritte Bedingung, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du deine Verpflichtungen brichst, freundlich zu anderen zu sein, heißt Nyoma Mango. Das bedeutet viele negative Gedanken in deinem Geist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich nicht genügend Schlaf bekomme oder kein Frühstück oder wenn ich müde bin, dann werde ich schneller wütend. Ich neige dazu, schneller sarkastisch zu reagieren. Solche Dinge halt. All diese negativen Gedanken können allgemein in drei Gruppen unterteilt werden. Es sind die drei Tiere im Zentrum des Rades des Lebens. Dirchak bedeutet, Dinge auf unwissende Art mögen, Dinge auf falsche Art mögen. Wenn du jemanden verletzen würdest, um etwas zu bekommen, dann ist das Dirchak. Welches Tier ist das im Rad des Lebens? Der Hahn. Früher war es Pugrun, eine Taube. Bei beiden Vögeln heißt es, dass sie Sex sehr gerne mögen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht überprüft. Sie stehen für die Bereitschaft, jemanden zu verletzen, um die Dinge zu bekommen, die einem gefallen. Es ist nicht falsch, Dinge zu mögen. Es ist in Ordnung, zum Beispiel Zimtrollen zu mögen. Wenn du Zimtrollen magst, bekommst du die allerbesten der Welt im Peachtree Café in Rimrock, Arizona. Paris ist die Nummer 2, Rimrock ist die Nummer 1. Es ist nicht falsch, extra nach Rimrock zu fliegen für eine Zimtrolle, aber es ist falsch, jemanden zu verletzen, um das tun zu können, Geld dafür zu stehlen oder dergleichen. Dann wird es zu einer falschen Handlung. Shedang bedeutet das Gegenteil. Im Rad des Lebens wird die Wut von der Schlange repräsentiert. Die Schlange im Zentrum des Rades des Lebens repräsentiert genervt sein oder Dinge aus falschen Gründen nicht leiden können. Ist es okay, Auberginen nicht ausstehen zu können? Ich sage ja. Die französische Küche ist mir egal. Wie nennst du es? Aubergine. Egal. Kacke bleibt immer Kacke. Egal, wie du sie nennst, Aubergine. Wie heißt es nochmal in der orientalischen Küche? Ich habe es vergessen. Baba Ganoush? Wie auch immer, es schmeckt nicht, egal wie man es nennt. Ich sollte nicht so eine Sprache verwenden. Also, es ist nicht falsch, Auberginen nicht zu mögen. Auberginen sollte man nicht leiden können. Aber es ist falsch, jemanden zu verletzen, der dir Auberginen serviert. Wenn du dich beschwerst und ihn verletzt, dann wird es falsches nicht mögen. Er nennt diese beiden. Was ist der dritte Punkt, den er nicht erwähnt? Das Schwein in der Mitte. Gute Zeichnungen vom Rad des Lebens zeigen die Schlange und den Hahn im Maul des Schweins. Ihre Schwänze stecken im Maul des Schweins. Und das bedeutet Missverstehen. Du missverstehst die Dinge in der Küche. Du missverstehst das Konzept der zwei Ehemänner und regst dich auf. Dieses Missverständnis, dieser Gedanke, dein Ehemann würde dich kritisieren wegen etwas, das er getan hat oder tun will, führt dazu, dass du die beiden anderen, diese beiden Geistesgifte oder negative Emotionen bekommst. Hier ist der Bandenkampf. Gang Shi Cheba bedeutet, du musst in deiner Persönlichkeit nachforschen und herausfinden, welches dominant ist, welches dominiert deine Persönlichkeit. Regst du dich tagsüber eher auf oder isst du tagsüber eher zu viel? Sie haben mich gefragt, ob ich heute eine Yoga-Vorführung machen könnte, aber ich habe doch immer
noch mein Covid-Bäuchlein. Veronika hat gesagt, ich solle mir einen Hüfthalter zulegen. Naja, ich weiß nicht. Du musst herausfinden, welche negative Emotion in deiner Persönlichkeit am stärksten ist, welche in dir am häufigsten vorkommt. Wie hängt das mit dem Bandenkampf zusammen für $50? Sie hat zuerst ihre Hand gehoben. 25, 25. Aber sagt jemanden. Sagt jemandem, damit ihr euer Geld bekommt. Okay. In einem Bandenkampf stehen 20 Männer auf der einen Seite, 20 Männer auf der anderen Seite gegenüber. Ich war übrigens auch einmal in meinem Leben an einem Bandenkampf beteiligt. Ich, mein Bruder und seine Freunde hatten beschlossen, dass wir uns diese andere Bande vorknöpfen wollten. Ich erinnere mich, dass wir das auf dem Schulgelände ausgetragen haben. Wir haben der anderen Bande gesagt, treff uns um 4 Uhr auf dem Schulgelände. Sie brachten 20 Jungs mit und wir brachten 20 Jungs mit. Jeder hatte Stöcke mitgebracht. Wir wollten einen großen Bandenkampf führen. Ich war ungefähr 16 Jahre alt. Und dieser Typ, der Anführer der anderen Bande, kam zu meiner Bande und fragte, wer hat hier das Sagen? Wir sagten alle, mein großer Bruder. Er heißt Jeff. Wir sagten, Jeff ist der Anführer. Und der Typ machte Bumm und schlug ihn zu Boden. Er sagte nichts. Er schlug ihm nur so fest ins Gesicht, wie er konnte. Und dann sagten wir alle, okay, wir geben auf. Das war das Ende des Bandenkampfs. So kann man also einen Bandenkampf stoppen. So gewinnt man einen Bandenkampf. Pabonka Rinpoche sagt hier, bekämpf deine Größten, nimm dir den Anführer der Bande negativer Emotionen in deinem Herzen vor. Finde heraus, welche die wichtigste ist und greife diese zuerst an. Und dann nimm dir die zweite vor und dann die dritte. Aber zuerst schlag mit aller Kraft die größte nieder. Dann werden die anderen folgen. Was er hier auch sagt, Gelübde brechen folgt in der Regel genau derselben Reihenfolge wie die negativen Emotionen, die du öfter empfindest. Unser Bild hier zeigt einen Bandenkampf. Nimm dir also immer den größten Kerl der Gegenseite zuerst vor. Nimm dir den Boss der anderen Seite vor. Er sagt, wenn du einen normalen Feind besiegen willst, eine Gruppe von Baomakpen, es bedeutet, du bist im Krieg oder in einem Bandenkrieg, dann nimm dir den Anführer der Gegenseite vor. Wenn du dich im Krieg befindest, dann greife das stärkste Regime der Gegenseite an. Denn wenn du die stärkste Gruppe der Gegenseite besiegst, werden die anderen Gruppen aufgeben. Finde in deinem eigenen Herzen die negativen Emotionen, die eher stärker sind, und nimm dir die größten davon zuerst vor. Suche die negative Emotion, die über allen steht. Das heißt, diejenige, die in deinem Herzen am stärksten gegen dich kämpft. Nyambo Ten bedeutet, das geeignete Gegenmittel gegen die Stärkste anwenden. Jetzt nennt er spezifische negative Emotionen und macht Vorschläge zu den Gegenmitteln. Er wird nicht alle 84.000 negativen Emotionen benennen, die es gibt, aber er wird 4 oder 5 aufführen. Er scheint uns zu sagen, schau, ich weiß, dass irgendwas davon auf dich zutreffen wird. Ich werde die 4 oder 5 großen Clashers, große negative Emotionen besprechen und ich denke, deine wird dabei sein. Also hör gut zu, wir werden 5 auflisten und ich werde dir Vorschläge zu ihren jeweiligen Gegenmitteln machen. Er startet mit Dejak. Shechewa bedeutet dominant in deiner Persönlichkeit. Wenn deine Persönlichkeit eher dazu neigt, sich von den Objekten der Sinne angezogen zu fühlen, zum Beispiel Sex, Pornografie, Essen, Alkohol, Rauchen, solche Dinge,
Wenn du dich mehr zu physischen Sinnesobjekten hingezogen fühlst, dann solltest du Mitupa Gompa tun. Mitupa Gompa bedeutet Meditation über das Ekelhafte, Ekelmeditation. Und typische Objekte dafür nennt er hier in seiner Liste. Er spricht hier vermutlich von einem Fall, wo wir den Blick nicht von anderen Frauen oder Männern abwenden können. Vielleicht haben wir also bereits einen Partner, aber wir starren immer wieder auf die Partner anderer Menschen oder auf jemanden, der nicht unser Partner ist. Und wenn das dein Problem ist, sagt er, dann ist Leerheit natürlich das beste Gegenmittel, aber ein kurzfristiges Gegenmittel ist, Kalpa bedeutet Tasche, zum Beispiel eine große Einkaufstasche, und Mitzaba bedeutet Kaka. Stell dir die Frau des anderen Mannes bzw. der anderen Frau vor als einen großen Sack Kaka. Ich habe ein Bild, wie es in diesen Diskussionen sehr häufig verwendet wird. Das ist eine tatsächliche Person. Ihr Körper wurde aufgeschnitten. Und genauso sehen diese sexy Frauen und Männer darinnen aus. Wir wissen nicht mal, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, denn im Inneren sind alle gleich aus. Es ist einfach ekelhaft und erschreckend. Ein Sack Kaka, hauptsächlich Kaka, der sich durch den Körper schiebt. Wenn Verlangen nach menschlichen Körpern dein Problem ist, dann hab immer eins dieser Bilder dabei und schau es an, wenn du nicht aufhören kannst, jemanden hinterherzuschauen. Ihr Männer da draußen, die ihr eine Pornosucht habt, was meiner Meinung nach auf 80% zutrifft, nehmt das Bild und sagt euch, so sieht es in Wahrheit darin aus. Und wenn man genug Zeit mit jemandem verbringt, wird man das unweigerlich feststellen. Kein Mensch ist so schön oder attraktiv, dass man nicht früher oder später an ihm die wahre Natur des menschlichen Körpers erkennt, wie er im Inneren ist. Wenn die Liebe auf dem Körper basiert, dann wird die Liebe scheitern. Namba Marwa bedeutet, das gesamte Innere ist vollkommen rot, in blutrotes Blut gebadet. Schau dir, wie heißt das nochmal? Wie heißt diese Make-up-Firma? Schau dir dieses Estée Lauder-Gesicht an. Zieh die Haut ab und schau es dir an. Es ist alles rotes Gammelfleisch mit Blut. Das bedeutet Namba Marwa. Es ist eigentlich eine Art Meditation. Oder Namba Pamba. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was Pamba ist, aber ich glaube, es bedeutet verfaulen. Dushikpa bedeutet Bakterien und andere kleine Lebewesen leben in unserem Körper und Darm, und wenn wir sterben, dann fressen sie unseren Körper einfach auf. Es kann auch Würmer bedeuten. Würmer werden unseren Körper fressen. Rukongi Dushe, das bedeutet, wenn du dich zu einer Frau oder einem Mann aus einer anderen Beziehung hingezogen fühlst, dann kann das helfen, sich diese Person als Skelett vorzustellen. Schau dir die Umrisse ihrer Knochen auf ihrem Körper an und zieh das Fleisch geistig ab und sieh den Arm als Knochen. Würdest du Lust auf Sex haben, wenn du den Knochen heraushängen sehen könntest? Ich habe eine Freundin, die vor kurzem ihr Bein verloren hat. Es wurde amputiert und man sieht den Knochen. Du sagst dir, okay, nicht so sexy, beängstigend, sehr sterblich. Das ist also das Gegenmittel gegen Angezogensein der physischen Sinne. Unter die Haut schauen, die Haut abziehen und die wirkliche Person sehen. Als nächstes haben wir Shedang. Wenn du ein Problem mit Wut oder Abneigung gegen Menschen hast, hat er ein Gegenmittel,
das aus lediglich zwei Silben besteht. Jumper benutzt Jumper. Jumper. Jumper bedeutet Liebe. Liebe. Und das klassische Beispiel für Jumper ist ein Kind. Einem Kind ein Geburtstagsgeschenk machen. Du siehst das hier im Bild. Das Kind hat soeben ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Schau dir den Gesichtsausdruck des Kindes an. Sie hat das Geschenk in der Hand. Alleine dieser Ausdruck auf dem Gesicht eines Kindes ist ein hohes buddhistisches Prinzip, nämlich sich freuen, wenn andere Menschen Freude haben, sich freuen, wenn andere etwas Schönes erleben. Das wird Jumper genannt, Maitri. Davon kommt Maitreyas Name. Er bedeutet Liebe. Liebe bedeutet, ich bin so glücklich, dass du glücklich bist. Jetzt geht er zu Nagyal über, was mein Spezialgebiet ist. Nagyal bedeutet, ich bin König. Es ist das alte Wort für Stolz oder überbordenden Egoismus. Ich bin der beste Lehrer, ich kenne die meisten Sprachen und so weiter. Ich bin die schönste Nagyal. Wenn du dieses Gefühl von Hochmut oder Stolz in den Griff bekommen willst, Nagachi, dann denk darüber nach, dass unausweichlich dein Körper zerfallen wird. Dein Geist wird immer langsamer. Wir haben gestern eine alte Person besucht. Sie ist 95. Wir haben sie vorher angerufen und ihr gesagt, wir kommen morgen. Okay, dann haben wir sie am nächsten Morgen angerufen und gesagt, wir fahren gleich los. Und sie fragt, warum? Und ich, wir kommen dich besuchen. Erinnerst du dich? Wir haben gestern telefoniert. Oh, okay. Eine halbe Stunde vor der Ankunft rufen wir nochmal an. Vergiss nicht, in einer halben Stunde sind wir da. Okay. Und 15 Minuten später haben wir erneut angerufen. Wir kommen. Sie fragte, was? Warum kommt ihr? Weil wir dich besuchen kommen. Schließlich kamen wir in ihrem betreuten Wohnheim an. Sie kam runter, um durch das Fenster zu sprechen, und dann hatte sie ihr Hörgerät vergessen. Wir konnten also nicht mit ihr reden. Wir waren 4 Stunden gefahren, um mit ihr zu reden. Und sie sagt, oh, ich habe mein Gehörgerät vergessen. Das wird auch uns passieren. Es wird uns genauso ergehen. Vielleicht, hoffentlich kommt uns jemand besuchen, egal wie dumm wir geworden sind. Nagachi, Krankheit, Altwerden, Tod. Das sind 3 der klassischen Leiden. Was ist das 4? Dam-pam-pam-pam. Kiganachi. Ich sollte dir $20 geben. Gib dir selbst $20. Geburt. Er hat die Geburt hier nicht aufgelistet. Ich weiß nicht warum. Nepa-Mepa. Jetzt führt er die klassischen Probleme des Lebens auf. Wir haben die Liste bereits vom ersten Panchen Lama gelernt. Die Liste der Probleme des Menschenreichs. Nichts ist sicher. Du glaubst, du hast es endlich geschafft. Du glaubst, die Dinge laufen endlich gut. Und dann ändern sie sich wieder. Wir sind nie sicher. Ich glaube, das ist im Moment sehr offensichtlich. Ich und meine Freunde, wir haben aufgehört, über das Virus zu reden. Jemand sagt, weißt du was? Und wir alle sagten, was? Keiner auf dieser Welt weiß, was passieren wird. Keiner weiß es. Hör also auf, den ganzen Tag darüber zu reden. Wir wissen nicht, was in 6 Monaten passieren wird. Wir wissen nicht, was in einem Jahr passiert. Niemand weiß es. Und so war es schon immer. Jedes Mal, wenn wir einen Job bekommen haben, jedes Mal, wenn uns jemand gut gefunden hat, geht es bergab und wieder bergab. Es geht immer wieder auf und ab, und so weiter. Er sagt, und so weiter. Wenn du dich für diese anderen menschlichen Leiden interessierst, geh zurück und lies jeden Teil nochmals. Dann erstell dir eine Liste all der Dinge, die wir nicht wissen.
Im Kloster richtet sich der Stolz oft darauf, wie viele Schriften du kennst, wie gut deine Philosophie ist oder wie gut du debattieren kannst. Er sagt, hier haben wir ein Bild dazu. Ich nenne es Sterne über dem Ozean. Unser Leben ist wie der Blick auf die Oberfläche des Ozeans. Aber wir können nicht sehen, was unter dem Ozean ist, und wir können nicht sehen, was im Himmel ist. Wenn du darüber nachdenkst, wie viel Prozent des Universums wir kennen, dann sind das 0,0001%. Warum fühlst du dich so kenntnisreich im Buddhismus, wenn du doch von 90% der Dinge keine Ahnung hast? Wir haben von 99,999% der existierenden Dinge im Universum überhaupt keine Ahnung. Schau dir die Sterne in der Nacht an, schau dir die Oberfläche des Ozeans an und denk darüber nach, was sich darüber befindet. Du hast keine Ahnung. Du hast überhaupt keine Ahnung. Es gibt sogar Teile in uns, Teile unserer Psychologie, Teile unseres Charakters, Teile unseres physischen Körpers, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Das Covid-Virus könnte gerade in deinem Blut herumschwimmen. Wir wissen es nicht. Du bist so unwissend in Bezug auf alles. Warum bist du denn so stolz auf dein Wissen? Es ist eine Art Gefühl. Wenn du mehr darüber wissen willst, rede mit Zugang Shi. Er übersetzt die umfangreiche Literatur zum Rat des Lebens. Es bezieht sich auf unsere physischen Gefühle, die durch das Medium unserer Haut ausgelöst werden. Du hast keine Ahnung von 99% der Dinge im Universum. Was du nicht weißt, ist immens. Was du weißt, ist fast nichts. Die nächste negative Emotion, vergiss nicht, wir studieren sie, weil sie die dritte Art sind, wie du deine Gelübde brechen kannst. Wenn dich deine negativen Emotionen auffüllen, dann wirst du eher etwas stehlen. Du wirst eher etwas Schlimmes sagen. Du wirst eher dem Partner eines anderen nachlaufen. Hier spricht er über Timu, das ist der technische Name für das Schwein in der Mitte des Rad des Lebens. Man nennt es finstere Unwissenheit, eine besondere Art von Unwissenheit. Das Gegenmittel dafür ist, die geistigen Samen verstehen. In der Regel ist das Allzweckgegenmittel gegen alles Negative das Verständnis der beiden Ehemänner in der Küche. Wenn du nicht weißt, wovon ich rede, dann frag jemanden danach. Wenn du wissen möchtest, was die beste Quelle dafür ist, dann ist das Nagarjuna, den du hier auf dem Bild siehst. Wir nennen ihn den Arya, das bedeutet Meister der Leerheit. Wenn du die Gelegenheit hast, solltest du wirklich etwas von Nagarjuna lesen. Höre Nagarjuna einfach eine halbe Stunde lang zu. Das wird deine Unwissenheit auslöschen, dein Missverstehen. Der Meister der Leerheit, der Arya, der Meister der Leerheit. Wir werden ein wenig überziehen, Tim. Es tut mir leid. Nummer 4. Er hat jetzt drei verschiedene Dinge behandelt, die dich dazu bringen können, deine Verpflichtungen zu brechen. Du kennst sie nicht, du denkst, dass sie nicht so wichtig sind, oder du hast gerade viele andere geistige Probleme. Jetzt gibt es noch ein viertes. Das vierte ist, du bist nicht so wachsam. Du beobachtest den Zustand deines eigenen Geistes nicht. Nach 50 Jahren buddhistischer Praxis kann ich sagen,
dass du einige Warnzeichen bekommst, kurz bevor dich deine Begierde überfällt oder kurz bevor du einen Wutanfall bekommst. Es gibt Warnzeichen. Wenn du 50 Jahre lang meditierst, wirst du anfangen, sie zu bemerken. Zum Beispiel fängst du an, dich übermäßig mit einer Person zu beschäftigen. Sie geht dir die ganze Zeit im Kopf herum. Du denkst über das nach, was sie gesagt hat. Und dann nach ungefähr 5 bis 10 Minuten oder 2 Stunden des Nachdenkens, was sie dir gesagt hat, wirst du wütend. Wenn du dann ein hohes Maß an Bewusstheit aufrechterhalten kannst, wie nennt man das beim Militär? Hoher Grad? Nein, es gibt ein Wort dafür. Die Analysten finden heraus, dass es in den nächsten 10 Stunden zu einem Atomkrieg kommen könnte. Und das versetzt alle in einen erhöhten Alarmzustand. Genau, erhöhter Alarmzustand. Wie Alarmzustand. Erhöhter Sicherheitszustand. Wenn du wachsam bleibst und deine eigenen Gedanken und Emotionen beobachten kannst, wenn du das lernen kannst, dann wirst du deine Gelübde nicht brechen. Das ist sehr berühmt. Bitte sag, Gro. Sorry, Dro. Dro. Chak. Chak. Nyal. Nyal. Duk. Duk. It's a funny thing. Das ist witzig. You having trouble keeping your vows? Hast du Schwierigkeiten, deine Gelübde einzuhalten? Ja. Dann möchte ich, dass du nur bei 4 verschiedenen Gelegenheiten deine Gedanken beobachtest. Das ist alles. Es ist nicht schwer. Beobachte einfach nur deinen Geist an 4 unterschiedlichen Zeiten des Tages. Und über den Rest musst du dir keine Gedanken machen. Dann sagst du, ja, okay, welche 4 sind das? Erstens, wenn du im Auto bist. Nummer 2, wenn du auf jegliche andere Art unterwegs bist, zu Fuß zum Beispiel, in deinem Zimmer, wenn du durch dein Zimmer gehst. Drittens, im Bett, wenn du schläfst. Viertens, wenn du dich hinsetzt. Nur diese 4. Kümmere dich nur um diese 4. Lass den Rest. Es ist ein buddhistischer Witz. Es ist ein Lord Buddha-Witz. Achte einfach auf deine Gedanken, wenn du weit reist oder nur quer durch den Raum gehst oder sitzt oder schläfst. Mach dir keine Gedanken über den Rest. Es ist ein Witz. Das bedeutet, es ist mir egal, wo du bist. 24 Stunden solltest du in einem erhöhten Zustand der Wachsamkeit sein, um zu verhindern, dass negative Emotionen entstehen. Sogar wenn du isst, sogar wenn du trinkst. Ganz egal, was du tust, erinnere dich an die guten Dinge, die du tun solltest, und an die negativen Dinge, die du nicht tun solltest. Halte alle paar Minuten inne und überprüfe deinen Geisteszustand. Kontrolliere alle paar Minuten deinen Geisteszustand. Breche ich gerade irgendwelche Gelübde? Damit verriegelst du möglichen Fehlern das Tor. Wir haben nur noch ein kleines Stück vor uns. Nein, doch noch ein bisschen mehr. Tut mir leid, diese Session wird länger. Nutze Sheshin, nutze den geistigen Alarm, über den wir in der Meditation gesprochen haben, um zu erkennen, wenn dein Geist sich aufregt oder Begierden entwickelt. Hol ihn mit deinen Gedankenwächtern zurück. Denk darüber nach, wie du dich selbst wahrnehmen willst. Ich möchte kein schlechter Mensch sein. Es ist mir egal, ob jemand davon weiß oder nicht. Aber für mich selbst möchte ich kein schlechter Mensch sein. Denk darüber nach, wie andere sich fühlen würden, wenn sie herausfinden, wie du wirklich empfindest. Gala ist ein lustiges Wort. Seji, $100. Gala. $100. Komm schon. Tim, $101. Tim, $101. Nein, streich das. Es bedeutet einer von 100. Und es bedeutet, der Lama Pabongka, er ist, wie soll ich das ausdrücken? Er ist uns gegenüber respektvoll. Er sagt, falls du mit der Wahrscheinlichkeit von 1 in 1 Million Gelegenheiten wütend wirst,
Er ist zu höflich zu seinen Zuhörern. Er sagt, in der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million, dass du doch einmal eines deiner Gelübde brichst, dann mach dein Sojong. Bekomm deinen Hintern hoch und mach Sojong. Steh auf und mach Sojong. Bereinige diesen Fehler. Yang Yang Song Ne Shak. Erzähle stets anderen von deinem Fehler, den du gemacht hast. Das hilft ihn zu bereinigen. Behalte es nicht für dich. Erzähle es jemandem. Erzähle es deinem Hund. Nein, erzähle es einer anderen Person. Es ist viel kraftvoller. Dann lässt er uns etwas Spielraum. Der nächste Absatz ist die Lockerung. Er sagt, ihr seid alle Mönche und Nonnen. Und gemäß den Vinaya-Schriften, die wir in den Mixed Nuts übersetzen, wir haben dich schon behandelt, hast du drei Möglichkeiten beim Bekennen. Drei klassische Möglichkeiten. Bo, Mu. Und das sind hochtechnische Vinaya-Begriffe, die normalerweise keiner kennt. Po bedeutet, wenn ein Mönch oder eine Nonne ein großes Gelübde bricht, ist es ihnen nicht erlaubt, mit den anderen Mönchen und Nonnen zusammenzusitzen. Sie müssen hinten sitzen. Das nennt man Po. Sitz sie weg. Gu bedeutet, bitte mach jemanden glücklich. Was hat das mit dem Brechen eines Gelübdes zu tun? Nach der Po müssen sie etwa 3 Wochen lang Geschirr spülen und Toiletten putzen. Und das nennt man dann die regulären Geschirrspüler und Toilettenputzer glücklich machen, weil sie eine Pause bekommen. Dieser Mönch, der seine Gelübde gebrochen hat, muss das Geschirr abwaschen und die Toiletten putzen. Das macht die anderen Mönche glücklich, die das sonst machen müssen. Setz sie weg und erfreue sie. Jung bedeutet, wirf sie. Normalerweise bedeutet das, jemanden aus dem Kloster zu werfen. Aber hier ist es etwas Spannendes. Es bedeutet, nachdem der Mönch 3 Wochen lang die Toiletten geputzt oder das Geschirr gespült hat, um den Bruch des kleinen Gelübdes wieder gut zu machen, dann wird er zurück in seine hohe Position geworfen. Das ist sehr spannend. Es geht darum, ihn zu ermutigen, ihn zu loben. Du bist so toll, du hast die Tat eingestanden. Wir haben dich 3 Wochen lang das Geschirr waschen lassen. Jetzt schau dich an, du bist nun super rein. Wir bringen dich wieder zurück in eine hohe Position. Das ist ein super Ausgleich. Erst stellst du ihn an den Pranger, lässt ihn 3 Wochen lang dreckige Arbeit erledigen und dann ist es dein Job zu sagen, schaut ihn euch an, er ist reiner als ihr alle. Er hat das abgearbeitet und der Mönch freut sich natürlich, ja, jetzt bin ich super rein. Er sagt, die Vinaya-Schriften sagen, dass du durch diesen Prozess gehen musst. Wenzapa hat von 1525 bis 1590 gelebt. Ich habe das nachgeschaut. Seine Hauptschüler sagten, wir kennen die ganzen technischen Auflagen in der Vinaya, wir sind damit vertraut, aber wenn du nur 2 Schritte gehst, ist das genug? Wenzapa sollte es wissen, weil Wenzapa ein Lama ist, der hohe Berühmtheit in Tibet besitzt. Wenn du fragst, gibt es überhaupt einen Lama, der Erleuchtung erlangt hat? Er ist bekannt in Tibet, weil er der eine Lama ist, der in diesem Leben durch seine Praxis die Erleuchtung erlangte. Es ist lustig, in Tibet gibt es abertausende Praktizierende, berühmte Praktizierende, aber es gibt nur einen, von dem sie sagen, dass er in diesem Leben tatsächlich die Erleuchtung erlangt hat. Er sagte, bedauere, dass du es gebrochen hast und dann mache ein Versprechen, dich in Zukunft zu beherrschen. Vergiss alles andere in der Vinaya, Sojong und so weiter. Hier also sagt der eine, der angeblich ein Buddha wurde, ja, Sojong ist gut, Bekenntniszeremonien sind gut, alles ist gut. Aber wenn du nur das aufrichtige Gefühl hast, in der Art von, ich habe es verbockt und beschließt, dich in Zukunft zu beherrschen, dann bist du rein. Chena, sagma menche dang nu per se.
Wir halten es also mit Wenn Sapa. Aber hier im Text steht das Wort für die Nebenmönchsgelübde. Es gibt aber auch vier sehr wichtige Hauptmönchsgelübde. Und daher ist hier gemeint, für die vier Hauptgelübde reicht diese Einstellung allein nicht aus. Wenn du diese vier in einer schweren Form ausführst, verlierst du deine Mönchsgelübde. Er sagt, ab den Nebengelübden kann man so bereinigen, aber nicht die vier Hauptmönchsgelübde. Okay, last part. Letzter Teil. Menschen wie du und ich, wir sind nicht wie Tsongkhapa oder wie Lord Atisha. Wir können unsere Gelübde nicht halten. Diese beiden, sie haben jedes kleinste Gelübde sehr strikt eingehalten. Sie haben in ihrem ganzen Leben nicht einmal einem Floh Schmerzen zugefügt. Er sagt, aber wir sind nicht so. Wir sind nicht so, wir sind normale Menschen, wir machen Fehler. Aber zumindest unter Einsatz deines Lebens, wenn du die Wahl hast zwischen Sterben und Einhalten dieser fünf, dann halte diese fünf ein. Die restlichen Gelübde kannst du brechen. Du wirst sie brechen. Du bist ein menschliches Wesen. Aber bitte, 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 brich diese großen fünf Gelübde nicht. Was sind die fünf großen Gelübde? Es sind die, die auch die lebenslangen Laiengelübde ausmachen. Keinen Menschen oder menschlichen Fötus töten, nichts von Wert, Wissen stehlen, keine sexuellen Beziehungen mit der Frau oder dem Mann anderer Menschen haben, nicht über deine spirituellen Errungenschaften lügen, Alkohol und Drogen aufgeben. Das ist alles. Diese musst du einhalten, selbst wenn es dich dein Leben kostet. Du musst sie einhalten. Das ist das Ende der Folge 6. Wir sehen uns wieder in Folge 7. Dann werden wir die Diskussion fortsetzen über die Verpflichtungen, freundlich zu anderen Menschen zu sein. Danke, danke Seji, danke Tim.